Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 129. Video Exponentialgleichungen lösen Teil 2, lösen durch einfaches Logarithmieren. Einfaches Logarithmieren deshalb, weil es auch schwieriges Logarithmieren gibt, wie ich euch noch an anderen Aufgaben vormachen möchte. Ja, ganz einfache Kiste ist 1,3 hoch 2x plus 2 gleich 2,6. Man muss hier logarithmieren, denn im Gegensatz zu dem Video Nummer 128 kann man hier keinen Exponentenvergleich machen. 2,6 lässt sich eher nicht in einfacher Form als Potenz von mit der Basis von 1,3 darstellen. So, nächste Bemerkung ist, mit welchem Logarithmus? Es gibt ja Logarithmus zur Basis 5, zur Basis 9, zur Basis e, zur Basis Wurzel 2. Ich nehme hier, viele Lehrbücher machen das auch, den Logarithmus zur Basis 10 und da gibt es die Abkürzung für LG. Also mit LG auf den meisten Taschenrechnern, auf allen Taschenrechnern ist diese Taste drauf. Wir wählen den Logarithmus zur Basis 10. Das ist aber beliebig, ihr könnt das auch mit dem Logarithmus zur Basis 7 machen oder wer in der Oberstufe sich das hier nochmal anhört, kann natürlich auch ln wählen, also den Logarithmus zur Basis e. Gut, ich schreibe das immer aus sicherheitstechnischen Gründen davor. Logarithmus der linken Seite ist gleich Logarithmus der rechten Seite. Man hat immer ein Auge darauf, dass das, was hinter dem Logarithmus steht, auf jeden Fall positiv sein muss. Ja, wichtig für manche Lösungen, die dann herauskommen. So, jetzt braucht man die Logarithmusgesetze. Logarithmus von 1,3 hoch irgendetwas ist Exponent, 2x plus 2 mal Logarithmus von 1,3, habe ich hier nochmal hingeschrieben. Logarithmusgesetz für Potenzen und dann heißt das hier Logarithmus von 2,6. Jetzt dividiere ich erstmal durch Logarithmus von 1,3, das ist ein Divisionszeichen. Dann habe ich 2x plus 2 ist Logarithmus von 2,6 durch Logarithmus von 1,2, subtrahiere 2. Subtrahiere 2. Ich mache das mal eben so ein bisschen größer, weil ich aus diesem Pluspunkt hier, weil ich aus diesem Pluszeichen jetzt ein Minuszeichen zaubere. So. Ich subtrahiere 2. Ja, genial, genial. Und dividiere dann durch 2, also da muss ich einmal den Bruch durch 2 dividieren, das habe ich durch Multiplikation mit 1,5 gemacht. Und dann muss ich hier natürlich meinen Rechenfehler von oben wieder ist ja doch ganz gut, wenn man das dann jetzt... Nee, diesen Trauerrand möchte ich jetzt doch gerne nicht haben. Jetzt weiß ich nicht, warum der jetzt schwarz zeichnet. Ah, das Programm mochte mich nicht. So, es reicht auch dann für die Kritiker. Klasse. Gut, das kann man dann in den Taschenrechner eingeben und einen Näherungswert. Frage ist, warum habe ich nicht hier schon... mit Dezimalzahlen gearbeitet. Ihr seht, wenn ich hier also mit gerundeten Dezimalzahlen schon anfange zu arbeiten, der Logarithmus von 2,6 und hier Logarithmus von 1,3, dann rundet der Taschenrechner im Prinzip bei jedem Schritt, den ich hier mache. Das heißt, von hier ab runde ich, also rundet der Taschenrechner mindestens 3-mal, ist nicht so gut, wenn man mal Ingenieur werden will und Brücken baut und auf die zweite Dezimale hinterm Komma kein Wert legt, möchte ich eigentlich nicht über die Brücke fahren. Gut, das ist die falsche Seite. Und jetzt habe ich noch ein Beispiel. Das seht ihr, ist schon ein bisschen komplexer. Deshalb habe ich auch die Bemerkungen darunter geschrieben. Die Gleichung heißt hier, 5 hoch x minus 1 gleich 3 mal 2 hoch 2x plus 3. Ich wähle wieder log 10, also LG, sage wieder, dass das beliebig ist. Ihr könnt auch log 2 oder log 7 logarithmiere beide Seiten, die sind positiv und benutze
das Logarithmusgesetz für Produkte. Auf der rechten Seite seht ihr, da ist mir jetzt die Klammer etwas kurz geworden, verbessere ich jetzt nicht, habe ich jetzt hier den Logarithmus, die zwei Einzellogarithmen und summiere die. Und dann wende ich an, das Logarithmusgesetz, Logarithmus von a hoch b gleich b mal log a, liefert mir auf der linken Seite den Exponenten x minus 1 mal log 5. Log 3 bleibt stehen und 2 hoch x plus 3 liefert mir x plus 3 log 2. Als nächstes, ich mache das mal ein bisschen bunt, muss man alle Klammern auflösen. X log 5 minus 1 log 5 auf der linken Seite, log 3 und x log 2 plus 3 log 2. Da das jetzt eine Gleichung in x ist, bringe ich alle x-Terme nach links und die Zahlterme nach rechts. Ihr könnt natürlich auch die Zahlterme nach links bringen und die x-Terme nach rechts. Also, schauen wir uns das mal an. X log 5 bleibt stehen und dieser Term kommt nach links als minus x log 2. Log 3 bleibt stehen. 3 log 2 bleibt stehen. Und minus 1 log 5 taucht auf der rechten Seite als plus 1 log 5 auf. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite das Problem, dass wir eine Differenz haben und beide Terme haben das x. Natürlich könnt ihr spätestens an dieser Stelle die Nerven verlieren und sagen, jetzt mache ich aber Dezimalzahlen, jetzt habe ich die Faxen dicke. Könnt ihr gerne machen. Dann macht ihr allerdings einen etwas größeren Rundungsfehler. Ich mache das hier einmal vor, gleich als Wiederholung für die 8. Klasse. Ich klammere x aus, also x log 5 minus log 2 ist gleich die rechte Seite, ist gleich der rechten Seite, pardon. Dann dividiere ich durch log 5 minus log 2, das lasse ich alles so schön stehen. Und wer jetzt einmal, ja wer will, habe ich hier hingeschrieben, kann natürlich hier die Logarithmusgesetze von rechts nach links lesend anwenden. Das bedeutet, ich erkläre es, aus der Summe, hier steht ja eine Summe, mache ich erstmal einen Logarithmus und dann ein Produkt 3, 3 log 2 ist ja log 2 hoch 3 mal 2 hoch 3 mal 5, also Einzellogarithmen addiert, ist ja wie Logarithmus vom Produkt. Und aus log 5 minus log 2 mache ich einen Bruch, log 5 durch 2. Dann kann man das ausrechnen. 3 mal 2 hoch 3 mal 5 sollen 120 sein. 2 ist 8, 5 macht es 40, 120. Und 5 halbe sind 2,5, also kriege ich raus log 120 durch log 2,5. Ihr seht, das ist schon jetzt ein relativ genauer Wert. Damit kann man dann ich habe jetzt hier Folgendes gemacht. Und zwar habe ich einmal ein paar Aufgaben aufgeschrieben. Numerisch. Habt ihr jetzt auf die Schnelle bestimmt nicht mitbekommen. 4 hoch x gleich 12. 1,46 hoch 3x gleich 0,8. 0,9 plus 1,4 hoch t gleich 3,2 heißt das. 6 hoch x plus 1 gleich 108, 5 mal 2 hoch 4 minus 3x gleich 1 und 3 mal 4 hoch minus x plus 5 gleich 1. Wer möchte, kann das jetzt so ausrechnen, wie ich das vorgemacht habe. Ihr könnt es aber auch gerne sofort logarithmieren und so weiter und so weiter. Ich zähle jetzt gleich die Lösungen runter. Ich habe es aber nicht vorgemacht, sondern es sind nur die numerischen Lösungen. Also die folgen auf 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Zu den numerischen Lösungen möchte ich was selbstkritisch sagen. Wenn ihr die Aufgaben rechnet und ihr habt zum Beispiel Aufgabe 4 jetzt dreimal gerechnet und ihr habt immer 7,9 herausbekommen, dann ist eure Lösung richtig. Dann habe ich mich hier vertan. Ich habe das zwar einmal gerechnet, einmal mit dem Programm gerechnet und also schon kontrolliert, aber ich kann mich immer noch verschreiben. Ihr habt das hier eben bei dem Minuszeichen gesehen. Das ist natürlich auch drin. Also nicht glauben, dass ich hier der Allmächtige bin und nur das ist richtig. Ich kann auch irren und wenn ihr es zwei- oder dreimal gerechnet habt,
Dreimal müsst ihr es rechnen und ihr kriegt immer wieder 4 heraus. Dann ist eure Lösung richtig. Ja, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen. Beim nächsten Mal mache ich dann, muss ich gucken, Lösungen durch Substitution. Das ist schwierig. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt, bedanke mich dafür. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt ihr mich bitte weiter. Wenn nicht, verschweigt, dass es mich gibt. In diesem Sinne sage ich euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.